Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Karl-Heinz Hupfenbruch. Ich arbeite im Freilichtmuseum in Komorn. Auch wenn wir in der Corona-Zeit leben, wir müssen unsere Tiere versorgen. Hier sehen wir eine Sau mit ihren Ferkeln und die haben Hunger. Ob wir da sind oder nicht. Morgen soll die Stahlrunde machen und alle Tiere hier im Museum versorgen. Dann sind wir mit 3 Mann, haben ca. 1,5 bis 2 Stunden nötig, je nachdem was ist. Wir füttern also, wir haben über 100 Tiere hier im Museum und die müssen ja jeden Morgen gefüttert werden. Und nachmittags ist nochmal 1,5 zu mir. Das ist natürlich 365 Tage im Jahr. Jedes Wochenende, jeder Feiertag. Einer ist immer hier. Und ein kleines Leckerli zwischendurch. Freut sich jedes Tier drauf. Auch unser Ochse Max.